Die Tansania AG der Hildegard von Bingen Schule Köln hat einen Film über ihren Austausch mit der Wende Secondary School in Tansania erstellt. Dieses soziale Miteinander, das hat meine Schülerinnen und Schüler unglaublich beeindruckt. Von der Schule her war es ja auch ein ganz anderes Schulkonzept quasi, also mit festgelegten Lernzeiten und dass sie erstens auch, dass die da alle gewohnt haben, dass es ja ein Internat war, das unterscheidet das ja schon mal massiv von, wie wir es hier haben. Im Fokus stand der Prozess der Visavergabe. Trotz aller Bemühungen wurden den Jugendlichen und Lehrkräften aus Tansania die Visa für ihren Besuch in Deutschland verweigert. Wir waren total enttäuscht erstmal, als denen das mitgeteilt wurde. Wir haben das erst erfahren, wenige Tage bevor die überhaupt hierher kommen sollten, sodass das sehr kurzfristig dann wirklich alles abgesagt wurde. Die Enttäuschung demnach noch größer war. Der verhinderte Besuch wurde zum Anlass, sich in einem Stop-Motion-Film mit dem Thema Visavergabe auseinanderzusetzen. Wir müssen einmal dann den deutschen Teil machen. Irgendwie eine Idee, wie man das gut darstellen kann. Den deutschen Teil, der ist ja relativ einfach zu machen. Einfach dann einen Personalbogen quasi ausfüllen, den abschicken und eine Woche später hat man dann halt einfach die Bescheinigung vom Visum bekommen. Dieser Vergleich zwischen der deutschen und der tansanischen Visavergabe ist einfach so, ja, deutlich, es ist so eklatant. Wir dachten, in Tansania wäre der Prozess ähnlich, doch es stellte sich als große Herausforderung heraus. Für den Termin und das Visum benötigten sie die Geburtsurkunde, die Einladung nach Deutschland, die Vollmacht der Erziehungsberechtigten, die Pässe, die Bestätigung der Schule und einen Gehaltsnachweis. Es war sehr schwierig, sich auf der Website von TLS anzumelden. Wann immer wir uns angemeldet haben, es gab immer Probleme. Dann ist da der Lehrer extra hingefahren. Nach Dar es Salaam wieder 700 Kilometer musste der da fahren, um diese Visa abzuholen. Und dann wirklich die Visa zu bekommen, wo halt abgelehnt draufsteht. Und als wir dort waren, saßen wir ja in diesem Bus. Und dadurch, dass wir dann auch mal hin und zurück gefahren sind von Dar es Salaam nach Jombe, wissen wir, wie anstrengend auch dieser Weg ist. Insgesamt musste die tansanische Austauschgruppe die Visa mehrfach beantragen und viermal die 12-stündige Reise nach Dar es Salaam und zurück bewältigen. Also, dass wir mit einem Klick nach Tansania reisen können, aber die 2 Monate sich durch irgendwelche Dokumente quälen müssen, nur um einmal nach Deutschland zu kommen, finde ich, dass es einfach total die soziale Ungerechtigkeit ist. Also, wir stellen uns irgendwie selber auf so einen hohen Teller und die müssen irgendwie total gucken, wie sie da raufkommen. Wir können einmal runterspringen. Die Schülerinnen und Schüler erstellten einen Leitfaden zur Visavergabe und kontaktierten den zuständigen Landtagsabgeordneten. Wir sind ja so diese kommende Generation und deshalb haben wir uns auch an die Politik gewandt, weil sowas halt die kleinen Schritte sind, die vielleicht erstmal unbedeutend wirken, aber halt im Endeffekt dann die soziale Grundgerechtigkeit irgendwie langsam neutralisieren. Dieser Austausch ist sowas Besonderes gewesen, eine Erfahrung, die ich so wahrscheinlich nie wieder erleben werde. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mitfahren durfte. Sobald sich Kinder, Jugendliche, Erwachsene kennen, sobald sie die Lebenswelt eines anderen kennen, gehen sie viel sensibler miteinander um. Ihnen ist es viel wichtiger, dass es dem anderen gut geht. Sei du selbst die Veränderung. Alle für eine Welt für alle!